Noch höre ich nichts. Oh Gott. Hey, was ist hier denn los? Ich bin aber ganz ehrlich, ich will Pete eigentlich erstmal ganz kurz Level up machen. Ist ja nicht mehr viel, was er braucht. Oh, guck mal, hier ist doch sogar noch was. Ein Hyperball. Ist das auf der anderen Seite auch nochmal? Was ist, wenn ich den nochmal anrede? Hört er dann auf zu singen? Ist da was? Nö. Ich muss den nochmal anquatschen. Oh, du gehst schon? Na, du weißt ja, wo du mich findest. Es hört nicht auf. Gibt es dafür ein Achievement oder sowas? 2 Stunden da vor ihnen stehen und zuhören. So ein Suizid-Achievement oder so. Ich sag, ich mach Peach schnell mal Level up, ne? Ich hoffe, das geht über Barberschuff. Oh, schön vergiftet ist schön. Ja, wir sind ja relativ kurz davor. Wirklich relativ nur, aber trotzdem. Aber ich glaube, die geben trotzdem gar nicht mal wenig EXP. Ich glaube, wir sind trotzdem bei 2000, oder? Ja. Siehst du? Noch einmal so ein, dann Speed Level 55 und dann können wir uns erstmal um die anderen kümmern. Um die etwas stärkeren Pokémon. Na, wir Pete durchgeschliffen und dann ist gut. Okay, das glaube ich, wird aber nicht Level abbringen. Ein Level 25er. Bekämpft ihn trotzdem, aber, ne? Als wir gleich nochmal auf ein Level 25er treffen. Knapp. Knapp, knapp, knapp. So, dann können wir nämlich gleich irgendjemand anders trainieren. Ich weiß, ich denke mal, dass wir auf Flappy gehen, wa? Lassen wir Flappy erstmal flappinisieren. So, sehr schön. Level 55. Risikotackle. Nein, mag ich nicht. Bekannte Attacken behalten. Risikotackle bitte nicht erlernen. Mag ich nicht, diese Technik. Finde ich nicht schön. Alles klar, dann lass uns mal wechseln. Und zwar Flappy. Ja, Rädchen müsste eigentlich, aber ich will Flappy. Ich will mal ein bisschen mit, ne? Geben. Denken. Item. Geben. Giftstich. Geben. Glücksei. Ja. So, sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch Flappy reintun. Flappy nämlich auch mal Level 55 bringen. Dann machen wir nämlich erstmal alle unsere Pokémon Level 55. In letzter Zeit habe ich großen Spaß daran, unter Brücken hindurch zu gehen. Dein Leben muss scheiße sein. Was gibt es hier? Willkommen! Vielen Dank, dass du einen Pokémon-Kampf reserviert hast. Hä? Hä? Wabri... Biene. Ich vermute ein Käfer-Pokémon? Weil es da so herumbienelt, gehe ich mal von Käfer-Pokémon aus. Usaring. Usaring ist aber ein Bär. Okay, der hat einmal das und einen Bären. Usaring. Damals immer voll cool. Absolut cooles Pokémon. Vor allem das kleine Ding, als Baby.
Ah. Wobei ich Don Fun eigentlich immer cooler finde. Muss ich jetzt mal so einfach mal so raushauen. Es tut mir leid an die Leute, aber es ist einfach so. Don Fun ist... Alter, Hacko Wacko, Alter. Mein, nicht effektiv nennen sie das. Und 110 Schaden. Nee, nicht effektiv ist es. Ich habe auch nicht gesehen, dass das irgendwie Schaden gemacht hat. Habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Also, boah, ja, du so... Boah, mein Gott, stell dir mal vor, das wäre nicht effektiv gewesen. Stell dir mal vor, es wäre effektiv gewesen. Sein, das Pokémon kann alle töten. Wirklich alle. Das läuft rum und tötet alle. Mit dem Schaden tötet es alle. Das macht über 100 Schaden bei nicht effektiv. Sag mal, bin ich in der Klapse oder was? Stellt euch mal vor, das wird effektiv sein. Das wird 300 Schaden machen. 300. Sag mal, das hat kein Pokémon an KP. Oder was? Ach komm, leck mich am Arsch, ey. Das ist so echt. Ey, ganz ehrlich. Manchmal habe ich hier echt das Gefühl, dass ich hier echt in der Irrenanstalt bin. Nicht effektiv nennen sie das und macht über 100 Schaden. Wie gesagt, würde der jetzt gegen einen mit Fuchtler effektiv sein? Kannst du dir gar nicht ausmalen, was da für ein Damage rausluftet. Kannst du dir ja nicht ausmalen. Ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm geworden, muss ich sagen. Er kann doch nicht sein. Kann doch wirklich nicht sein. Das ist doch... Ist doch ein schlechter Witz. Ist doch ein unsagbar schlechter Witz. Sowas zu behaupten, dass es nicht effektiv ist. Wirklich, das ist... Manchmal hast du... Na, was gibt's? Du bist echt spitze, du könntest hier arbeiten. Wie sieht's aus? Möchtest du hier als Servierer arbeiten? Ja. Wirklich? Bin ich froh. Also dann, weißt du, was du zu tun hast? Nein. Ich hab keine Ahnung. Dieses Restaurant ist auf Sandwiches spezialisiert. Du nimmst die Bestellung der Gäste auf und ich mache die Sandwiches für sie. Bitte servier die Sandwiches den Gästen, die sie auch bestellt haben. Verwechselt die Bestellungen bloß nicht. Also, schon mal vielen Dank. Du machst das schon. Bitte ein Sandwich mit Persimbeere. Persimbeere, so. Bicker! Persimbeere. Armenbeere. Armen. Ein großes mit Armen. Maronbeeren. Persin, Maron, Amen, großes Amen. Wenn das so nach der Reihenfolge geht, ich weiß nicht, wie hier 1, 2 gerechnet ist. Tut mir leid. Ist ja gemäß zubereitet. Vertauscht sie bitte nicht. Kannst du dem Gast bitte das Sandwich... Ja. Hm, lecker. Mein Pokémon ist auch glücklich. Ja. Ich konnte nicht groß oder klein angeben, ne? Deswegen. Ja. Alter, ich bin ein Gott. Ich bin ein Serviergott. Ein Serviergott. Serviergott. Also, an deiner Arbeit gibt es absolut nichts auszusetzen. Die Gäste sind alle zufrieden. Hier, ein kleines Präsent als Dankeschön. Du hast dich wirklich ins Zeug gelegt. Ich krieg eine scheiß Beere dafür, wirklich. Für heute ist die Arbeit getan. Ich würde mich freuen, wenn du auch morgen kommst. Für eine scheiß Beere, Alter. Diese ganze Scheißarbeit satt.
will nie wieder mehr arbeiten. Ganze Arbeit habe ich satt. Was ist denn hier eigentlich? Kann man hier rein in die Butzen? Na, wie ist es so auf dem Dorf? Ach du liebes Bisschen, ein Pokémon-Team sieht ja völlig entkräftet aus. Ist bloß kein... Ach, du heilst. Ich dachte, du machst sonst was. Weiß man ja nicht hier, ne, heutzutage. Die Leute könnten ja gefährlich sein. Wo habe ich denn jetzt einen Anruf? So, wieder da. So, was war, Hi. Alter, du hast nur Psycho. Auf zu neuen Ufern, ich und mein Nagelrotz. Vielen Dank, Dorfbrücke, du hast uns... Was ist denn jetzt los? Vergewaltige ich mich bitte nicht? Was zum... Wir sind nur bescheuert. Also die ganze Dorfbrücke hier, dieser ganze Bildschirm ist voll mit bekloppten Leuten. Die total durch sind und alles. Oh Trainer, da kommst du jetzt... Es kommt jetzt zwar ein wenig plötzlich, aber du willst doch sicher ein Mitglied im Team Angelglück werden, oder? Wie der Name bereits naheliegt, handelt es sich um eine Gruppe von Anglern. Nur tu mir schon den Gefallen und werde Mitglied, denn nirgendwo sonst kann man das Angeln so genießen wie in meinem Team. Ja, klar, komm. Alles klar, damit bist du nun das zweite Mitglied im Team Angelglück. Ich gebe Ihnen nun die Tagesaufgabe bekannt. Heute wollen wir das Pokémon Barbaschwa angeln. Ist das nicht großartig? Bitte komm wieder und zeig es mir, sobald du es dann landest. Oh, nee, lass mal stecken. Ich werde allen Brücken der Einheilregion überqueren. Manche nehmen sich komische Sachen vor. Babak. Tralala. Warum singt hier jeder? Die hügelige Route 12 eignet sich bestens als Vorbereitung auf den Pokéathlon. Auch du kannst den du kennst den Pokéathlon nicht? Es handelt sich hier um einen sportlichen Wettkampf, der sich in Johto, meiner Heimatregion, ausgesprochen große Beliebtheit erfreut. Das weiß ich doch. Hier oben auf der Brücke einen Sprudel zu trinken, ist schon etwas Besonderes. Und in Gesellschaft meines Rockheimers schmeckt es gleich doppelt besser. Völlig bekloppt, die Leute hier. Die sind alle komplett, die sind sowas von durch. In unser Lehrbuch steht, dass es sich bei der Dorfbrücke um die älteste Brücke von ganz Einheil ran. Und offenbar wurde sie vor sage und schreibe 200 Jahren errichtet. Oh, total spannend, ey. Ich bin... Wow, oh, habt ihr interessante Gespräche? Wow, ich glaube, ich explodiere hier gleich vor Interessantinität. Neues Wort. Schlag dem Duden nach. Ja, ist eine echt schöne Brücke. Oh, wow. Mein Gott. Es leben hier viele Objektophiden, ey. Alle geilen sich an dieser Brücke auf, ey. Bleh. Gott sei Dank, in die unteren Häuser können wir Gott sei Dank nicht rennen. Die haben keine Türen. So, bloß weg hier. Aus diesem Bildschirm. Dieser Musik und den Gesinge und diesen ganzen bekloppten Leuten und... Bleh. So, ich glaube, wir sind raus. Das habe ich auch noch nie erlebt. So. Sind wir noch ein Pokémon-Trainer oder sind wir schon irgendwas anderes geworden hier? Energieball. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Ist das energetisch? Ist das energetisch? Energieball. Entwässert die Kraft der Natur. Kann sowas Pete lernen? Nee, keiner. Keiner kann. Es hätte sein können, dass das vielleicht Pete oder so lernen könnte. Na, was geht? Du hast doch bestimmt Blumen-Pokémon, oder? Sieh, wie mein Pokémon vergnügt über die Wiese laufen. Entschuldigung. Bin wieder entspannt. Das ist doch garantiert Pflanzen-Pokémon. Schuppet. Schuppen oder was? Ich weiß noch nicht mal, was das ist. Das ist kein Pflanzen-Pokémon. Ist das nicht ein Geist? Das sieht aus wie ein Geist. Das mache ich. Knirsch ihn an. Das ist für mich ein Geist. Übernahme. Was? Wartet auf einen Angriff. Keine Ahnung. Was passiert jetzt? Passiert überhaupt was? Nee, irgendwie nicht. Keine Ahnung, was das jetzt gemacht hat. Du bist ein Eis-Pokémon, wenn ich mich nicht irre, oder?
Ist das nicht ein Eis-Pokémon? Vor das Grinsen in sein Gesicht. Au. Süß. Gleich nochmal anknirschern. Au. Funpi. Funpi. Achso, das ist der kleine Elefant, ne? Ja, oh, ist der süß. Drachenklaue. Charme. Toll. Au. Hehehe. Blöde ist, dass unser Angriff jetzt so stark gesenkt worden ist, ne? Das ist echt doof. Au. Vielleicht fliegen? Es hat aufgehört zu hageln. Auch Ausdauer, ja, natürlich. Genau das, was du jetzt brauchst, Arschloch. Arschloch. Hat dir nichts gebracht, aber trotzdem Arschloch. Manfi. Schön. Eneko. Okay, da habe ich jetzt keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht, was ein Eneko ist. Irgendwas sagt es mir, aber... Irgendwas sagt es mir, aber frag mich nicht mehr was. Ich weiß es nicht mehr. Vitalglocke. Na, da heilt es sich aber, wa? Ui, hat es sich geheilt. Warum kann hier alles, jedes Pokémon einen Risikodeckel? Keine Ahnung, ob es effektiv ist oder so. Ja, sehr schön. Volltreffer ist gut. Yay, Level 54. Tuska. Das ist ein Kaktus. Tschüss. Oh, können die hier immer nur Stürme machen, oder was? Baumwollsaat, ja, von hier aus. Müssen ein bisschen aufpassen, aber ach, schon tot. Gewonnen. Sehr gut. Dabei war sie bis eben noch so lebhaft. Ja, ich habe sie jetzt getötet. Ist das nicht schön? Gib einem deiner Pokémon doch mal diese Beere. Nein, warum sollte ich? Na klar waren sie deswegen, sie waren erschöpft, weil sie auf der Wiese rumgetollt haben. Hm, ich kann mir auch Sachen einreden. So. Hier konnte ich mich heilen. Dann heilen ich mich hier auch mal. Ja, mein Pokémon-Team ist völlig fertig. Ich auch. Schnell, rubbel mir den Rücken. Schrubb, schrubb, schrubb die rub. Und schon geht's den Captain besser. Was? Falsches Spiel. So, ja, Flappy ist noch immer... Genau. Wir machen jetzt aber auch erstmal Feierabend. Denn der Anruf war wichtig und ja, jetzt muss das erstmal abgeklärt werden. Ja, also, verabschiede ich mich jetzt erstmal. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich speichere schnell, 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 schnell. Zack. Ui, das war schnell. Oh, wie ein Ninja habe ich gespeichert. Ein Speicher-Ninja, cool. So, ja, was? Ich verabschiede mich jetzt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal von Pokémon Schwarz wieder, wenn wir weiter hier durch die Klapsenregion von Einhall latschen und noch mehr bekloppte Leute, die irgendwann was vorsingen oder tanzen oder ich hab keine Ahnung, was mit den Leuten hier los ist nach der Top 4, aber irgendwas ist da im Argen bei denen. Okay. Gut, trotzdem verabschiede ich mich jetzt und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.